Meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Im letzten Part sind wir unten am Hexenkopf angekommen und jetzt gehen wir rein und gucken, was hier abgeht. Denn wir wollen Tootie retten. Diese Maschine ist der Hit. Sie macht Tootie alt um mich und ich werde fit. So, lass mich in Frieden, du miese Hexe. Oder mein Bruder wird dir in den Hintern treten. Boah. Sollte er sich zu mir wagen, wird er in die Flucht geschlagen. Los, nun Klungo, drück den Schalter. Ich will vergessen, mein Alter. So sei es, Herrin. Alle Systeme sind aktiviert. Gleich geht es los. Banjo, Hilfe! Okay. Hurra, endlich ist es soweit. Bär und Vogel haue ich aus dem Kleid. Juhu, ich bin ein lustiges Puzzleteil. Suche ein Bild, in das ich hineinpasse. Dum, 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 dum. Brum, brum, brum. Ja. Und das ist Grünhilda. Vor allem jeder würde denken, okay, ich komme hier zum Bosskampf und so gleich, aber nein, der Bosskampf ist wo ganz anders. Wo, das werdet ihr noch sehen. Ja, wie im letzten Part. Okay. Die Tür zur angezeigten Welt öffnet sich, wenn das Bild komplett ist. Das erste Puzzleteil haben wir bereits in der Tasche. Cool. Klasse, drück A, um das Puzzleteil in die Lücke einzufügen. Drück B, wenn du kein Puzzleteil einsetzen willst. Klar wollen wir eins einsetzen. Wir wollen doch wissen, wo es hingeht. Geschafft. Das Bild ist vollständig und die Tür zum Mumbus Mountain geöffnet. Das war viel zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. Ja, wie gesagt, im letzten Part schon angesprochen. Viele werden das Spiel schon kennen. Existierte so im Raum 2010, 2011 auf meinem Kanal. Doch, drei neue Moves könnt ihr in dieser Welt finden. Ja, viele werden es halt kennen, ne? Und zwar war es damals als Let's Race auf meinem Kanal gegen den ehemaligen Let's Player. Zu der Zeit war er noch Let's Player, aber jetzt nicht mehr. Und zwar war das der gute Dekunus XXX. Mit dem habe ich das gemacht. Ich bin eine von 100 Noten in jeder Welt. Sammelt uns ein um die Notentüren in Grünhildas Reich zu öffnen. Okay. Ich habe auch nicht vor, das zu speedrunnen. Das läuft super. Ihr habt mich gerettet. Grünhilda hat in jeder Welt 5 von uns eingesperrt. Wenn ihr uns alle befreit, gibt es in jeder Welt ein Puzzleteil. Ja. Also wie gesagt, ein Let's Race gab es damals gegen Dekunus XXX von diesem Spiel. Ich habe es persönlich nur bis Clankers Cavern, glaube ich, war es, gespielt. Oder Bubble Gloop Stop, eine von den beiden Welten. Und er hat es dann, glaube ich, nach Freezy Peak aufgehört, weil ich nicht mehr hinterher kam mit dem Aufnehmen und Hochladen und so weiter. Und deswegen habe ich dann hinterher mit das abgebrochen sozusagen. Und ja, er hat dann halt dadurch gewonnen. War nicht relativ schlimm, er war sowieso teilweise schneller. Ich Momo Schäl sein. Ohne mich Momo machen. Keinen Finger für Zauber krumm. Okay. Läuft.
Ja, wir lernen hier so viele Sachen kennen. Du gehst jetzt erstmal baden. So. Was heißt baden aber, ne? Oh. Ich hätte die erstmal ausreden lassen sollen. Hoch. Oh mein Gott, Donkey Kong oder was? Oh mein Gott. Grrr. Das ist Baum von Konga. Ich treffe Bär mit Orangen. Tust du das? Hey, das ist Kongas Orange. Orangen sind lecker. In jeder Welt sind 10 von uns versteckt. Wir helfen euch auf eurem Weg zu Grundhilda. Okay, finde ich super. Ach ja, das Spiel ist so toll. Ich freue mich schon riesig. Wenn ihr diese Welt verlassen wollt, dann kehrt zur Startplatte zurück und stellt euch darauf. Nein, will ich noch nicht. Das kann man auch irgendwie geschickter machen, das weiß ich. Und zwar genau so. Chimpy liebt Orangen. Chimpy wird dicken Bären lustigen Vogel helfen. So, wir schon mehr oder weniger so einen kleinen Schritt gespart. So, sozusagen. Wir sind Eier. Kazooie kann lernen, uns als Munition zu verwenden. Den kann ich noch nicht aktivieren. Da fehlt mir noch der Move für. Den lernen wir aber auch hier. Hihi. So, jetzt reden wir mit Bottles. Es ist an der Zeit, dem Vögelchen zu zeigen, was man mit Eiern alles machen kann. Ich bin ganz Ohr, Erdwühler. Halte den Z-Trigger und drücke den oberen Z-Knopf, um ein Ei aus dem Mund zu schießen. Klingt super. War das alles? Fast. Drücke den unteren Z-Knopf, um ein Ei nach hinten abzufeuern. Autsch, das hört sich schmerzhaft an. Hätte ich bloß nie gefragt. Mit dem 3D-Stick lässt sich das Zielen genau anvisieren. Insgesamt kann das Vogelhirn bis zu 100 Eier tragen. Jetzt habt ihr gelernt, wie man Eier abschießt. Ich gebe euch noch 50 Eier mit, damit ihr ein wenig üben könnt. Okay. Cool, dankeschön. Hier ist sicherer Platz. Bär kann Konga nicht treffen. Ah, Ei tut Konga weh. Ja, jetzt bin ich doch runtergefallen. Das, was ich nicht wollte. Ach komm. Hopp. Aua. Konga, guter Werfer. Das war ein Glückstreffer, weil ich nicht ausgewichen bin richtig. Sonst hättest du nicht getroffen. Bär besiegt Konga. Konga gibt Preis am Bär. Und ich stehe natürlich schon unten. Also wie gesagt, ein Speedrun-Race-mäßiges wird's nicht. Es wird ein ganz normales, schönes, ruhiges Playthrough-Let's Play sozusagen. Hör auf mich zu werfen, ich habe dich besiegt. Du kannst gar nicht mehr. Die Welt mache ich jetzt komplett in einem Part durch. So, das hat Konga jetzt davon. Hm.
Und der Move hier ist sehr wertvoll. Der Huckepacklauf ermöglicht es Kazooie, dich zu tragen und selbst steile Hänge zu erklimmen. Das hört sich gut an, Bottles. Wie funktioniert das? Halte den Z-Trigger und drücke den linken C-Knopf. Halte danach den Z-Trigger gedrückt, solange Kazooie dich tragen soll. Okay. Ja, das Ding ist, ich kenne alle Moves schon. Also ich weiß, wie die funktionieren. Aber naja. Hier ist noch alles schön eng beieinander. Aber das wird in anderen Welten leider Gottes nicht mehr so sein. Und zwar genau das ist der Huckepacklauf. Ich hätte auch auf die Verwandlung warten können, aber nö. So habe ich das schon mal hinter mir. So, jetzt haben wir schon 3. Okay, ich habe noch alles zusammen. Ich weiß, dass die letzten Noten in dem großen Turm sind. So. Oder hier, wenn man sie vergisst. So, haben wir das schon mal. Klasse, ihr habt genug Noten gesammelt, um den Zauber der ersten Tür zu brechen. Cool, schön. Interessiert mich nur gerade nicht. Jetzt gehen wir noch hier schnell rein. Hey, kleiner, in Tickers Turm sind Bären nicht erwünscht. Ich bin doch schon wieder weg. Oh Mann, ey. Wenn ich immer hier ein bisschen Spaß haben kann. So, ganz wichtig. Ich bin Juju, Mumbos Totempfahl. Fütter mich. Doch mit diesen blauen Dingern. Und ganz wichtig, einen davon stehen lassen, um an die Honigwabe zu kommen. Und dann könnt ihr es so kaputt machen und ein Puzzleteil erlangen. Yay, und 5 Puzzleteile haben wir schon. Läuft. Ich muss sagen, es läuft richtig gut. Noch. Also, das damalige Let's Race von Mumu's Mountain war auch in einem Part fertig und ich glaube, das hatte Dekunus gewonnen. Weiß ich gerade nicht. Leider Gottes habe ich auch keinen wirklichen Kontakt mehr zu ihm. Und ich weiß auch nicht, wie ich ihn jetzt noch weiterhin erreichen kann. Ba-ba-bam. Und ich glaube, die zweite Welt haben wir in 2 Parts aufgeteilt. Ich weiß es gerade gar nicht. Du-dum-dum. Jetzt haben wir schon 6 Puzzleteile. Die andere Honigwabe befindet sich da so in der Lücke. Mal gucken. Oh. Okay, die kriegt man doch so. Weil, jetzt müssen wir uns zwar noch mal verwandeln. Zweimal, einmal in die Verwandlung, dann den Rest holen und dann nochmal zurück zu Banjo und dann nochmal, okay, dreimal müssen wir uns verwandeln, aber oder ich muss den Schalter jetzt als erstes dann gleich holen. Ich glaube, das mache ich. Wenn ich den Move dafür habe. Ich nenne diesen Move
Kopfgranate, springt in die Höhe und drückt den Z-Trigger, damit Kazooie auch einmal mit ihr Köpfchen anstrengt. Schluck, das gefällt mir. Gewöhn dich lieber daran, Nesthäkchen. Diesen Move werdet ihr oft brauchen. In dieser Welt habt ihr alles gelernt, was es zu lernen gibt. Cool. Schön, danke, Waddles. Ach Gott. Und zwar genau dem Move. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Jetzt haben wir schon 7. Und 80. Nein, 85 Noten, glaube ich, gleich. Ja, 85. Redest du nicht mehr mit mir? Dann nicht. Hui. Ah ja. Könnte ich mal mitnehmen. Eier sind sehr wertvoll. Ja, das wird man später noch merken. In einigen Welten. Ein Gegner. Und top. Ein Jinjo. Erstmal ein Puzzleteil. Yay. Und da haben wir ein extra Leben. Und hier ein Puzzleteil. So, jetzt gehen wir noch schnell den Schalter aktivieren. Dann müssen wir uns wirklich nur zweimal verwandeln. Einmal in die Verwandlung und... Ne, einmal nur verwandeln. Jetzt haben wir den Schalter dann aktiviert und dann passt es ja. Normalerweise müsste einiges voll wehtun. Zum Beispiel hier auf diesen Baumstämmen klettern. So. Und zwar haben wir jetzt ein Puzzleteil in Gotildas Reich aktiviert. So. Hui. Tja, Konga. Bist wohl nicht so schön stark, ne? So, jetzt gehen wir zu Mumbo Jumbo. Habt ihr schon mehr oder weniger kennengelernt, sozusagen im Intro. Plus, durch die Schädel wisst ihr, wer das jetzt ist. Finde ich irgendwie schade, dass einiges echt richtig krass gespoilert wird. Wir brauchen 5 Schädel. Ich kann euch eins sagen. Ich werde nicht jeden Schädel in Mumbus, in den Welten suchen. Die, die ich finde, die finde ich. Die, die ich nicht finde, ja mein Gott, die bleiben liegen. Ich probiere mein Bestmöglichstes, wirklich alles zu finden. So, jetzt gehen wir noch hier oben rum, gucken, ob hier noch irgendwas ist. Und wenn nicht, dann verwandeln wir uns. Nein, ist hier nicht mehr. Ich, Mumbo, Mumbo, besser Schamane. Im ganzen Spiel, Mumbo kann Bär und komischen Vogel verwandeln. Vorsicht, du schräger Quacksalber. Böse Hexe hat versteckt Mumbos silberne Schädel. Findet Schädel und Mumbo euch viel gut helfen. Ah, werden so viele Schädel haben. Stellen auf toten Schädel und an B drücken. Mumbo machen Zauber wie Copperfield. Oh weia. Ja, ja. Denn die Schädel werden dann an Mumbo gezahlt. So, heißt die behalten wir nicht. Mumbo machen kostenlose Rückverwandlung. Kommen wieder, wenn fertig. Ja. Ah, guter Zauber für erstes Mal. Mumbo braucht noch etwas Übung. Sache ist so lustig. Alles klar, Mumbo.
So. Und somit können wir jetzt diese Welt mit dieser Verwandlung beenden. Denn wir haben alles eingesammelt, was es hier zu sammeln gibt. Naja, alles noch nicht, aber was ich als Benji und Kazooie hier einsammeln kann. Hey, wo hast du die coolen Shorts her? Die muss ich haben. Du willst nicht wissen, wer wir sind und warum wir diese Shorts tragen? Dankeschön. Erstmal muss ich hier hochkommen. Hopp. Und wir haben 100 Noten. Gibst du mir deinen coolen Rucksack? Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Cool. Danke, Bottles. So. Ganz vorsichtig so. Jetzt bloß nicht runterfallen. Und somit haben wir alle 10 Puzzleteile in dieser Welt. Das Lustige ist, die Ameise kann sogar unter Wasser laufen. Und normalerweise könnte man jetzt hier so top, 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 ganz einfach dahin gehen. Aber nein, ich muss es mir in dem Sinne fast kompliziert machen. Und ja, die Honigwarp zu holen. Mit Benji und Kazooie. So, jetzt gehen wir uns das Puzzleteil da oben holen und dann war's das. Und nach jeder Welt sind hier Gegner. Grundschüler hat euch daran gehindert, alle Noten zu sammeln, aber die 100 gesammelten Noten werden als Bestleistung gespeichert. Versucht, alle 100 Noten jeder Welt zu sammeln. Ihr braucht die Noten, um weitere Türen zu öffnen. Yay. Ab, ab, ab. Puzzleteil Nummer 2 in dieser Welt. Und ja, hier. Hi, wo hast du die coolen Shorts her? Die muss ich haben. Momo Magie gleich am Ende Beatrium oder Zauber kaputt. Zauber alle Benjo wieder Bär. Ja, ist ja nicht schlimm, Mumbo. So. Was hier alles noch zu sehen ist. Okay. Diese Tür hat Grundhilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mache sie auf, Opa. Sei nicht so frech, um die Tür zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. Geöffnet ist die Tür zur Welt. Habt ihr Angst und Hass bestellt? Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde dir eine Energie auffüllen. Oh, okay. Läuft. Was sich hinter dieser Tür verbirgt, werden wir im nächsten Part herausfinden. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wie immer, ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ein Kommentar wäre auch nicht cool, wäre auch nicht schlecht. Ich kann nicht mehr reden. Erzählt mir nochmal, was ihr mit dem Spiel alles verbindet. Alles weitere findet ihr unten in der Infobeschreibung. Alle sozialen Netzwerke und so weiter. Bis dahin, Leute. Tschüss und haut rein. Euer Marci.